Okay, dann fange ich einfach mal an. Ich hoffe, das passt mit der Übertragung. Herzlich willkommen zu Jetzt TV Live. Und was wird passieren? Gut, was wird passieren? Ich werde eine kleine Einleitung machen. Und dann darf es dazu gern Fragen geben oder Kommentare im Chat. Und wenn keinem was einfällt, darf es natürlich auch, ja gut, hier ist es sowieso ruhig, wenn keiner was sagt. Genau, es darf natürlich auch ruhig im Chat sein, sagen wir mal so. Denn was hier gesagt wird, ist letztendlich, dass es überhaupt nichts zu erreichen gibt. Es gibt kein Ich. Das ist letztendlich das, was hier gesagt wird. Da ist niemand. Und das Ganze aber natürlich nicht als ein Konzept oder eine Philosophie. Es ist ein scheinbarer Hinweis, eine scheinbare Antwort, könnte man sagen, auf die suchende Energie, die natürlich auch nur scheinbar ist. Und das Ganze ist das, was scheinbar passiert, ist das, was scheinbar hier passiert. Und das ist Ganzheit für niemand. Das, was scheinbar passiert, ist die natürliche Realität und die ist stimmig und ganz. Aber eben für niemand. Das heißt, es gibt keine Realisation dieser Ganzheit. Das wäre nämlich der Traum oder die Illusion, dass da jemand ist, der getrennt ist von dieser Ganzheit und sie realisieren könnte oder müsste. Das gibt es nicht. Und was ich meine mit das Ich ist eine Illusion, meine ich tatsächlich, dass dieses Präsenzerleben, von dem manche Leute berichten, von dem manche Leute scheinbar berichten, dass dieses Präsenzerleben keine Substanz hat. Wie gesagt, diese Botschaft ist in dem Sinn kein Konzept oder kein Wissen, dass ich das weitergebe sozusagen, dass ich das jemand erzähle, damit es dann verstanden wird oder gekannt wird. Nee, es ist keine persönliche Veranstaltung, es ist keine persönliche Botschaft, es ist keine Unterweisung. Es hat in dem Sinn nichts mit Spiritualität oder es ist keine persönliche Botschaft einfach. Okay, dann fange ich mal an im Chat. Okay, hallo Andreas, soweit alles gut bei dir? Ja, alles gut. Hallo, schön von dir zu lesen. Und genau, guten Abend. Schön wieder dabei zu sein. Obwohl es um nichts geht, freue mich trotzdem. Ja, freue mich auch. Und Suche ist so, als ob man sich mit dem Hammer auf den Kopf haut und es schön sein wird, wenn man damit aufhört. Total bescheuert. Ja, genau. Genau, Befreiung bringt in dem Sinn nichts Neues herbei. Es ist nur das Ende des Schmerzes der Suche, genau, oder des scheinbaren Schmerzes der Trennung. Genau, es ist nicht so, dass darin etwas Neues realisiert gefunden wird. Es ist im Prinzip das Alte. Nee, so kannst du auch nicht sagen. Genau, es ist das, was scheinbar passiert, ohne den Phantomschmerz des Suchens. Okay, nochmal. Hallo, hallo, schön dich zu sehen. Ja, hallo. Okay, hallo Andreas. Glaubst du kannst was zu der Parallelwelt sagen, wo das Ich lebt? Würdest du dazu auch Matrix sagen oder überhaupt nicht? Ja, nee, Matrix ist irgendwie nicht in meinem Wortschatz. Ich meine, es gibt es einfach nicht wirklich. Und das ist auch das, was ich nicht zu erklären vermag, was niemand zu erklären vermag, dass diese ganze Ich-Realität
auch wenn sie scheinbar erlebt wird, auch wenn sie sich innerhalb ihrer eigenen Realität als real anfühlt. Ich bin, mich gibt's, dass genau das überhaupt keine Realität hat. Und was ist die Ich-Realität? Die besteht daraus, sich zu erleben als etwas, das ich bin, etwas, das jetzt hier ist und es scheinbar eine Erfahrung macht. Und Teil dieses Setups scheint zu sein, das Gefühl, dass irgendwas fehlt und dass noch etwas Tieferes gefunden werden muss. Und so sucht die Person die ganze Zeit etwas, was überhaupt nicht existiert. Letztendlich persönliche Erfüllung. Als ob es sowas gäbe wie eine Person und eine tiefer gehende Erfüllung. Oder als ob sowas gäbe wie eine tiefer gehende Wahrheit. Oder eine absolute Realität. Oder sowas wie ein Sinn oder Bedeutung oder das wäre all diese Extra-Realitäten, an die man eigentlich glauben muss, sozusagen, wo die Person aber hofft, dass sie existieren und dass, wenn ich sie gefunden habe, eine dieser tieferen Realitäten, dann bin ich auch tiefer erfüllt. Das wäre dann vielleicht das, was du die Matrix nennen würdest. Hört sich für mich aber zu real an. Da ist niemand. Es ist einfach niemand da. Das gibt es nicht. Diese Ich-Welt hat keine Substanz. Okay. Das, was es scheinbar für dieses Noch-Ich kompliziert macht, ist, dass wir zur Kommunikation ja ständig das Ich benutzen. Naja, im Prinzip, nichts macht es wirklich kompliziert. Ich meine, das Ich wird sowieso niemals realisieren, wovon wir hier sprechen. Niemals. Deshalb gibt es da auch nichts, was es besonders schwer macht oder was es unter Umständen erleichtern könnte. Das Ich-Erleben, könnte man sagen, besteht nur daraus, Ich-Erleben zu sein. Deshalb wäre Befreiung auch nicht das Ende davon oder das Entkommen aus dieser Realität. Es ist einfach der Zusammenbruch davon. Es bleibt nichts übrig. Heißt, es gibt keine Umstände, die es dem Ich erschweren. Das Ich ist der scheinbare Umstand, der alles erschwert, könnte man sagen. Aber wie gesagt, eben nur scheinbar. Okay, was verleiht der Leerheit das Potenzial, als alles zu erscheinen? Ja, man kann das gar nicht wirklich so sagen, denn das hört sich an, als ob die Erscheinung oder das, was erscheint, was anderes wäre wie die Leerheit. Nämlich, dass es sowas wie einen Manifestationsprozess gibt. Und wenn es nur eine Erscheinung ist, die sich manifestiert. Und dass es dieser Eindruck ist, ein Teil des Traumes. Das heißt, das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist leer und voll zugleich. Es ist aber nicht so, dass da etwas erscheint, dass irgendwas in Existenz kommt. Nicht mal eine Erscheinung. Das heißt, Leerheit hat nicht das Potenzial zu erscheinen. Und es gibt natürlich nicht sowas wie Leerheit oder eine wahre Realität, die auf irgendeine Art ein Umstand wäre. Das heißt, das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist alles. Das ist die natürliche Realität.
Das kommt nicht aus irgendeiner Leerheit oder das Sitzen vor einem Bildschirm hier ist nicht eine Erscheinung aus der Totalität oder aus der Leerheit. Das ist leer und voll, während es das ist, was es ist. Das ist alles. Okay, Andreas, könntest du mir noch mal bitte Raum und Zeit erklären? Naja, man kann Raum und Zeit insofern nicht erklären, dass sie nicht existieren. Die Illusion von Raum und Zeit gehört zum persönlichen Erleben. Denn es ist einfach das Ich, das sich erfährt als ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier, ich mache eine Erfahrung von jetzt und hier. Das ist die Illusion, sozusagen. Man könnte auch sagen, diese Anwesenheit, dieses erste Gefühl von ich bin jetzt hier, erschafft das Gefühl von Zeit, jetzt, vorher, nachher. Und es erschafft dieses Gefühl von Raum. Ich hier, alle anderen dort drüben oder alles andere dort drüben. Und es fühlt sich eben so an. Für die Person ist Raum und Zeit kein Konzept. Beziehungsweise die Person kann scheinbar verstehen, dass Zeit und Raum Konzepte sind, erfährt sich aber weiterhin als jetzt hier. Aber das ist die Illusion. Ich bin jetzt hier. Hier ist etwas, das sich selbst erfährt. Das ist absolut substanzlos. Da ist nichts, was sich selbst erfährt. Hat deine Botschaft auch was mit dem Licht zu tun, von dem in der Spiritualität gesprochen wird, oder sind da die Lichter aus? Ja, mein Eindruck ist in Bezug auf das, was in der Spiritualität von Licht geredet wird, da sind die Lichter aus. Oder müsste sagen, es gibt nur Licht, das sieht dann aber keiner.
Okay. Was mich fasziniert ist, dass das nicht etwas, das sich nicht etwas scheinbar über Jahre nichts zu sagen hat und nichts versteht. Verstehst du das? Oh, nee, nee, nee. Nee. Ich meine, das, was passiert, ist einfach es selbst. Es gibt da, da ist einfach nichts, was mit sich selber sprechen könnte oder was zu sich selber irgendwas sagen könnte oder müsste. Meine, die Überraschung ist, dass einfach nichts fehlt. Die Person würde immer gern etwas hinzufügen. Und es ist unmöglich. Hallo Andreas, es macht mich oft fassungslos, was so viele für wahr halten und fragt mich dann oft, wo bin ich da? Ja, das geht mir auch so. Es ist manchmal absolut überraschend und fast schon entsetzlich, was Leute alles glauben. Es ist, also, ja, erschreckend auch. Also oft ist auch ganz viel erschreckender Schrott dabei, muss man sagen. Aber gut, das ist natürlich eine Geschichte. Aber ich bin natürlich nicht besser, denn hier ist kein Ich. Hier ist niemand. Insofern kann ich nicht besser sein. Ja, gute Frage, ja. Hallo Andreas, ich versuche ständig, seit ich dich kenne, mein Weltbild mit dir und der Spiritualität zu verbinden. Aber es gelingt mir nicht. Ich versuche ganze Zeit herauszufinden, ob du das Gleiche meinst letztendlich. Nee, sorry. Es wird nicht funktionieren. Keine Chance. Ich meine, Spiritualität ist nur andere Wörter benutzt. Nee, nein, nein. Nee, sorry. Ist nicht so. Und auch für mich war es eine Zeit lang überraschend. Ich habe das sogar auch probiert. Nicht nur als da jemand war, ich habe es sogar probiert, als da niemand mehr war. Irgendwie zu versuchen, die könnten doch vielleicht das Gleiche meinen und doch nur andere Worte benutzen. Und es hat sich jedes Mal herausgestellt, für mich, dass es nicht so ist.
Und ich war in Anführungszeichen selber überrascht davon. Und wie gesagt, nicht nur als hier jemand war, sondern auch als hier niemand mehr war, was eine Geschichte ist natürlich. Auch da war ich selber überrascht, dass eigentlich egal, wo ich hinschaue, es eben nicht nur verschiedene Worte sind, sondern dass auch was anderes gemeint wird damit. Es ist unmöglich. Und man kann eine persönliche Botschaft nicht mit dem, was hier gesagt wird, in Einklang bringen. Weil es, man kann natürlich ganz gemein sagen, weil diese Trennung überhaupt nicht existiert. Weil es nicht dieses Weltbild gibt und mein Weltbild. Ich verkaufe hier, ich präsentiere kein Weltbild sozusagen. Nee, es würde unmöglich sein. Es ist unmöglich, die persönliche Realität, in Anführungszeichen, mit der natürlichen Realität zu verbinden. Und man könnte sagen, die persönliche Realität ist bereits die natürliche Realität, aber genau als das, was sie ist, als eine Illusion und nicht als eine Wahrheit, als etwas, was eigentlich keine Substanz hat. Der Versuch, das zu verbinden oder zu schauen, ob es nicht doch das Gleiche meint, schlägt fehl. Weil in der Geschichte könnte man sagen, es ist nicht das Gleiche. Nee. In Spiritualität tanzt jemand, das Ich sozusagen, die Ich-Illusion, um diese Konzepte rum, von denen hier gesprochen wird. Beziehungsweise deshalb kann es sich so ähnlich anhören, weil natürlich geht es auch in Spiritualität ganz viel darum, Entschuldigung, dass es kein Ich gibt. Aber das Dilemma ist, dass in Spiritualität oder für die Person ist das einfach ein reines Konzept und vielleicht noch ein Ideal, könnte man sagen, oder Erfüllung oder Vollkommenheit oder was weiß ich. Es wird nicht vereinbar sein. Unmöglich. Nicht, weil es Spiritualität heißt. Mir sind da, um ehrlich zu sein, die Worte völlig egal. Das heißt, ich bin mir sicher, man könnte diese Botschaft auch auf eine Art mit viel mehr Worten füllen, die man aus der Spiritualität kennt. Wie gesagt, für mich hat sich aber in der Geschichte herausgestellt, dass es eben nicht nur die Worte sind. Okay, gut, weiter. Auch der erschreckende Schrott ist ja auch nicht etwas. Hat die scheinbare Person überhaupt eine Wahl? Nein. Es lebt sich scheinbar einfach nur und es erscheint, was erscheint. Ja, oh ja, genau. Es gibt keinen wirklichen Schrott. Das war natürlich eine Geschichte. Ja, genau. Da ist einfach das, was scheinbar passiert. Für niemand, von niemand. Absolut. Es gibt keine getrennte Instanz, die auf irgendeine Art handelt, beobachtet, kontrolliert. Weder ein Ich, noch viele Ichs, noch irgendeine absolute Intelligenz, die macht und aufpasst oder ein allumfassendes Gewahrsein oder Bewusstsein, das gibt's alles nicht. Genau. Keiner kann für irgendwas und nichts ist real. Insofern gibt es auch keinen wirklich erschreckenden Schrott. Genau. Frage. Ist das scheinbare Erleben, jemand zu sein, eine Erscheinung? Nee. So wie dieser Talk, der Stuhl, der PC und so weiter. Also das Ich auch einfach das, was scheinbar passiert und kann dann auch einfach nicht mehr passieren. Oder würdest du das Ich anders einstufen? Ja, ich würde das Ich anders einstufen. Das ist ja die Überraschung, dass der Talk, der Stuhl, der PC, die Wolken, was auch immer, ist das, was scheinbar passiert. Ich würde nicht mal eine Erscheinung dazu sagen oder gar eine Illusion. Manche kommen daher, gerade in Spiritualität, die sagen dann, die ganze Welt ist eine Illusion. Und ich würde eher andersrum sagen, nichts ist eine Illusion. Die einzigste Illusion wäre das Ich. Und das heißt, dass es nicht existiert. Dass einzelne Menschen sich als jemand wähnen, das wäre wie der Talk, wie der Stuhl. Dass irgendein Körper, es hört sich so ein bisschen theoretisch an, aber dass ein Körper sagt, ja, aber ich bin ein Ich, das ist wie der Stuhl und der PC. Das ist das, was scheinbar passiert. Aber niemals, niemals sitzt da jemand drin.
der ist oder die ist wie der Talk oder der Stuhl. Auch keine Ich-Illusion. Da wohnt niemand in diesem Körper. Da wohnt auch keine Illusion in diesem Körper, sozusagen. Insofern könnten wir sagen, ist das Ich die Einzige. Aber das hier, sozusagen, ist keine Illusion. Das ist das, was scheinbar passiert. Aber es ist in dem Sinn auch keine Erscheinung. Okay, ist doch verrückt. Im Tiefschlaf ist hundertprozentig nicht etwas. Scheint so, als ob wir deshalb alles so gern schlafen, weil da nichts ist. Keine Person, kein Schmerz, keine Krankheit und boom, wieder drin. Ja, aber eben scheinbar. Denn was scheinbar passiert oder passieren kann, ist, dass jemand aufwacht morgens. Das ist die Illusion. Der Tiefschlaf geht weiter. Und das Spannende ist, dass diese Illusion selbst auch tief schläft. Es ist eine Illusion der Wachheit, eine Illusion der Anwesenheit, die genauso schläft wie alles andere auch. Oder nicht reales. Nichts schläft wirklich. Genau. Alle Gedanken sind Illusion. Na, keine Gedanken sind das, was sie sind, aber sie transportieren keine Wahrheit. Sagen so, das gibt nicht die Gedanken und noch eine Wahrheit in den Gedanken. Das wäre auch wieder das Zusätzliche, die ist dann eigentlich getrennt von den Gedanken. Genau. In Gedanken sind aber das, was scheinbar passiert, aber sie transportieren keine Wahrheit. Okay, diese Botschaft entzieht Spiritualität der Grundlage. Genau, und die Grundlage für Spiritualität wäre das Ich, sozusagen. Genau. Okay, denkst du, dass Advaita der Wahrheit am nächsten kommt? Wenn man Advaita Glauben schenkt, kann man ja kaum noch etwas anderes glauben. Wiedergeburt etc. Ja, das ist jetzt so eine Frage, weil ich bin ja kein Experte mit Advaita und ich weiß nicht wirklich, was. Wenn ich jetzt sage, Advaita kommt der Wahrheit am nächsten, dann weiß ich nicht, was jemand mit Advaita meint. Aber es gibt zumindest auch Schriften, scheinbar, die natürlich davon berichten, dass das, was passiert, alles ist. Es gibt keine Wahrheit in dem Sinn. Und in dem Sinn gibt es auch kein Advaita. So würde die Person das natürlich sehen, dass da jemand darüber spricht, wie es ist. Was aber letztendlich gesagt wird, ist, es gibt überhaupt nichts, wie es ist. Und sitzen vor dem Bildschirm in dieser Einfachheit ist die natürliche Realität. Insofern habe ich mit diesem Satz Advaita und der Wahrheit und so. Es gibt auf jeden Fall Schriften, so würde ich sagen, aus so ziemlich allen Traditionen oder aus vielen Traditionen, die diese unmittelbare, direkte Botschaft hätten sein können. Absolut. Genau. Aber wie gesagt, für mich wird es immer schwierig, wenn es diesen Hauch von, aber ich weiß gar nicht, ob du das so gemeint hast, aber wenn es diesen Hauch von Wahrheit oder Heiligkeit bekommt. Denn wovon hier gesprochen wird, ist so simpel, weil es bereits so ist. Das ist es. Unerreichbar, weil niemand getrennt ist davon. Und natürlich, es kann passieren, muss aber nicht, wenn man diese Botschaft hört, dass auch viele Konzepte einfach zusammenbrechen. Und man viele Konzepte nicht mehr glauben kann. Die Person glaubt dann vielleicht eine Zeit lang die Advaita-Konzepte, aber die haben natürlich nichts mit dem zu tun, wovon hier gesprochen wird. Nämlich das Sitzen vor dem Bildschirm und Denken und Fühlen. Die natürliche Realität ist, von der einfach nichts getrennt ist. Okay, es scheint hier eine große Resonanz auf das Gesprochene zu geben. Könnte gesagt werden, ich bin nichts und alles. Ja, da wird es natürlich immer, das, was passiert, ist nichts und alles. Aber es gibt keine Erfahrung davon, nichts und alles zu sein.
Genau, Spiritualität ist nur für eine Person, ja. Okay. Ja, das wird schon erkannt mit der Illusion, ja. Und kein Spirit, keine Spiritualität. Ja, genau. Da kommt es ja her. Das Ich kann im Prinzip in der Geschichte erkennen, dass es ein Geist, ein Spirit ist. Reines Gewahrsein, irgendeine Präsenz, etwas, eine Entität. Und so würde es sich erleben. Im bisherigen Sinn gefragt, erwischst du dich manchmal im Alltag beim Führen von Selbstgesprächen? Ich glaube nicht, muss ich sagen. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne es von früher. Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee. Vielleicht brabbelt manchmal was vor sich hin. Keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Aber ich würde mich natürlich niemals dabei erwischen. Es gibt also nur das Unbeschreibliche. Punkt. Wenn ich nichts hinzufügen oder wegnehmen kann, dann bleibt nichts zu machen übrig, außer zu leben, oder? Genau. Also es gibt nicht sowas wie das Unbeschreibliche. Das, was passiert, ist unbeschreiblich. Und selbst zu leben bleibt nicht übrig. Denn auch Leben ist das, was scheinbar passiert, aber da ist eben niemand da, der das Leben lebt oder bewusst leben kann. Aber genau, wenn da niemand ist und der Körper noch lebt, dann ist Leben das, was scheinbar passiert. Genau, was total ist und stimmig und ganz, aber für niemand. Es ist gleichzeitig leer und unbedeutend. Ja, genau. Und wie es ist, wie es wirklich ist, ist absolut unbeschreiblich. Selbst diese Idee, dass es ein, wie es wirklich ist, gibt, ist Teil der Illusion. Es gibt kein, wie es wirklich ist. Weder im Großen und Ganzen sozusagen, die absolute Wahrheit, noch im Kleinen sozusagen. Auch dieser Moment ist völlig unerlebt und ungekannt. Es gibt ihn nicht sozusagen, diesen Moment. In der Leere ist ein Existenzgefühl. Und dieses Existenzgefühl möchte einen guten Abschluss. Doch es klappt nicht, oder? Genau, das ist das Erleben. Ich bin jetzt hier. Und das Eigentliche kommt noch. Das heißt, meine Suche wird einen Abschluss finden im Finden oder im Ankommen. Das ist die Hoffnung. Und das gibt's nicht. Das wird nie passieren. Die Person wird niemals ankommen. Sie besteht nur daraus, sich als getrennt zu erleben und auf dem Weg zum Eigentlichen zu sein. Und gleichzeitig ist sie absolut inexistent. Auch deshalb wird sie niemals real ankommen. Unmöglich. Gibt es denn Milliarden Existenzgefühle da draußen? Nee, es gibt kein Existenzgefühl da draußen. Denn was hier gesagt wird, ist, dass dieses Existenzgefühl substanzlos ist. Es gibt es nicht. Es gibt's weder. Frage, gibt es mich? Nein, natürlich nicht. Da ist niemand. Das sind diese einfachen Fragen. Okay, hallo Andreas. Spielt das Selbst mit sich selbst Katz und Maus oder ist sich das Selbst sich selbst ausgeliefert? Renz sprach mal von der Macht, die gleichzeitig eine Ohnmacht ist. Genau, also das Selbst spielt nicht mit sich selbst, es ist nur es selbst. Sich selbst ausgeliefert sein, ich meine, das Wort ausgeliefert macht keinen Sinn. Weil da niemand ist, der dem ausgeliefert wäre. Aber natürlich, es ist einfach nur so, wie es ist. Und da ist niemand, der eine Wahl hat. Natürlich. Das wäre die Ohnmacht. Es gibt hier überhaupt nichts, was wählt, was anders sein könnte, als es ist. Insofern ist die Freiheit gleichzeitig eine Unausweichlichkeit. Es gibt nichts, was begrenzt, es gibt aber auch nichts, was ändern könnte. Das heißt, das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist einfach es selbst oder ist einfach sich selbst.
Keine Chance. Keine andere Möglichkeit, weil es die eine Möglichkeit schon nicht wirklich gibt. Unklar. Das heißt, das Selbst versteckt sich auch nicht. Ist überhaupt nicht weniger Selbst in dem Sinn. Oder ist überhaupt nicht weniger natürliche Realität. Es gibt kein Ich. Es gibt keine reale Trennung. Da spielt Einheit auch nicht oder die natürliche Realität auch nicht verstecken mit sich, weil es bleibt und ist eins zu eins das, was scheinbar passiert. Es ist nichts versteckt. Worüber wir reden, ist nicht versteckt. Aus Sicht der Ich-Illusion fühlt es sich so an, als ob hier muss doch was zu finden sein. Das Geschenk ist versteckt. Das, was mich erfüllt, muss irgendworin versteckt sein. Das ist eine Illusion. Die natürliche Realität ist alles, was es gibt. Also die natürliche Realität ist auch eine Geschichte. Das, was scheinbar passt, ist einfach sich selbst. Keine Wahrheit darin, keine Wahrheit darunter. Okay. Die natürliche Realität, sitzen vor dem Bildschirm, ist also sozusagen die natürliche Realität einer Fata Morgana. Ja, genau. Also das ist natürlich das Spannende, was hier gesagt wird. Es gibt natürlich, ist nicht der Hinweis auf eine andere Realität. Das heißt, bei all diesen Bildern wie Fata Morgana oder sowas, da hat man ja immer, da bleibt immer der Eindruck zurück, es ist eigentlich was anderes. Es ist nicht das, was man sieht, es ist eine Luftspiegelung zum Beispiel. Und das, was passiert, ist letztendlich einfach nichts Reales. Das ist es. That's it. Genau, es braucht praktisch gar keine Wahrheit, weil es da niemanden gibt, der eine Wahrheit brauchen würde. Oh, natürlich, claro. Ich meine, die Sache ist, das ganze Konzept von Wahrheit beruht darauf, dass es einen wahren Umstand gibt, dass die Realität auf eine bestimmte Art und Weise ist und dass man darüber dann etwas Wahres sagen könnte. Und es ist alles Teil des Traums. Erstens, dass es eine reale Realität gibt, eine wahre Realität, dass es auf eine bestimmte Art und Weise ist und dass man dann noch wissen könnte, wie es ist. Beides gibt es nicht. Natürlich, es spielt überhaupt keine Rolle, dass Sitzen vor einem Bildschirm sich weder erfährt noch sich kennt. Es fehlt überhaupt nichts. Es ist eine letztendlich erfahren. Ich muss aber Ganzheit erfahren, damit ich zur Ruhe kommen kann. Okay, ich habe mal geschrieben, das Geheimnis des Lebens. Es gibt keins, das Leben selbst ist das Geheimnis. Naja, wie gesagt, es sucht keiner nach einer Antwort. Okay, fühle mich manchmal wie eine lebende Leiche, dann wieder voller Liebe und weiß überhaupt nicht, was mit mir wird und wer ich bin. Befinde mich in einer Art Übergangsphase. Ja, okay, gut. da ist, ja. Okay, das ist das, was scheinbar passiert. Die natürliche Realität ist so spannend wie ein Stein. Ja, für die Person ist die natürliche Realität absolut uninteressant. Die Person schaut von außen auf die natürliche Realität und sagt, das nicht. Das kann es nicht sein. So wie die Person sagen würde, hier vor dem Bildschirm zu sitzen, kann es nicht sein. Das ist nicht, wofür ich lebe. Ich lebe für mein zukünftiges Glück, für das, was da noch kommt. Und dafür tue ich mir vielleicht auch noch den Talk hier an. Aber letztendlich ist das Erleben der Person, das kann es nicht sein. Das kann eigentlich nicht mein Leben sein. Okay, Kommentar. Das Leben ist natürlich nicht. Es gibt nicht sowas wie das Leben.
Du hast mal gesagt, es gibt kein Jetzt, aber du bist doch bei Jetzt TV. Nur scheinbar natürlich. Okay. Und es gibt aber auch keinen Beweis dafür, dass es so ist, wie du es beschreibst, oder? Genau, genau, was hier gesagt wird, ist nicht beweisbar. Niemals. Und vor allem wird es der Person, diesem Ich-Erleben, niemals bewiesen werden. Das ist die Sache. Im Prinzip, man könnte über drei Ecken sagen, es ist schon lang bewiesen, weil wenn das Ich auf die Suche geht, findet es seit 2000 Jahren kein Ich. Oder seit 50, seit Ramana oder sowas. Keine Ahnung, findet sich das Ich selber nicht. Wobei es gibt noch die andere Etage, die sagt, die findet sich andauernd, ne, mit diesem Gewahrsein. Okay, es gibt, die finden sich nicht. Und auch die Wissenschaftler sagen seit kurzem leider erst, es gibt nicht sowas wie Realität. Und trotzdem, das Ich erlebt sich als anwesend. Und man kann einer Illusion nicht real beweisen, dass hier eine Illusion ist. Da ist nichts, da ist niemand. Bleibt völlig unbewiesen. Das, was passiert, kümmert sich überhaupt nicht darum. Bin ich nicht? 30 Leute sitzen vor 30 Bildschirmen in 30 Zimmern, kümmert sich überhaupt nicht darum, ob es ist oder ob es nicht ist, oder was es ist, oder ob es irgendwo hinführt oder nicht irgendwo hinführt. Ist eine blinde Realität. Die natürliche Realität, so gesehen, ist eine blinde Realität, die zwar total und voll ist, sich selber aber nicht kennt. Okay, liest du in deiner. Achso. Oh, okay. Also der Himmel. Also ist der Himmel auch die Hölle? Naja, Himmel und Hölle gibt es nicht wirklich. Beziehungsweise es gibt niemand, der im Himmel oder in der Hölle sitzt. Wie wird im Himmel gesucht? Was sind deine Beobachtungen? Da weiß ich nicht genau, was du meinst. Sorry. Okay, liest du in deiner Freizeit Bücher oder schaust YouTube-Videos über Themen, die dich interessieren? Ja. Oder gibt es generell Dinge, mit denen du dich abseits dieser Botschaft regelmäßig auseinandersetzt? Ja, mehr oder weniger. Tagesgeschehen. Ja, so ein bisschen von allem. Naja, nee, das führt zu weit. Tagesgeschehen. Bisschen Politik vielleicht, gesellschaftliche, so Soziologenzeug, aber alles würde ich sagen recht oberflächlich. Genau. Und mit dieser Botschaft, ich meine, es gibt keine Botschaft, das heißt, so wirklich was zum Auseinandersetzen ist es eigentlich auch nicht. Okay, es gibt also nur nicht etwas, was sich scheinbar in allen Formen, Worten, Gedanken und Gefühlen zeigen kann. Naja, nee, alle Formen, Worte, Gedanken und Gefühle sind nicht etwas, während sie Formen, Worte, Gedanken und Gefühle sind. Sind sie keine Sache. Genau. Bleiben dabei aber das, was sie sind. Okay, es war eine Frage. Befinde ich mich in einer Übergangsphase? Ach so, sorry. Nicht wirklich. Also vielleicht scheinbar, keine Ahnung. Das weiß ich von diesen zwei, drei Sätzen nicht. Letztendlich wäre es eine Illusion, dass da jemand ist, der sich in einer Phase befindet. Da ist niemand. Es ist dieses Ich, was keine Substanz hat. Aber genau, was hattest du das geschrieben? Du weißt nicht, wer du bist und so. Ja, ich auch nicht. Da ist niemand. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, alles, was gedacht wird, wird von nicht etwas gedacht. Und wir scheinbaren Menschen denken, wir hätten gedacht. Genau. Denken ist nicht etwas. Genau. Und die Illusion wäre, dass es sowas gibt wie
wie ein Denker. Oder eine Denkerin. Okay, erkennen tut man es letztlich, wenn man mit den ganzen Gesprächen und Geschichten nicht mehr in Resonanz geht. Ja, weiß ich nicht genau, was du meinst. Letztendlich gibt es ja nichts zu erkennen möglich. Da ist niemand. Okay, Frage nochmal. Okay, aber ich meinte eher etwas in Richtung, gibt es Themen, die speziell den Andreas besonders interessieren, abgesehen vom üblichen wie Weltpolitik und aktuellen Nachrichten? Was würdest du antworten, wenn man dich nach deinen persönlichen Interessen fragt? Oh ja, ich glaube, dann muss ich ehrlich sagen, nee, da kann ich nichts antworten. Ich musste mal, ja, das war im Zusammen, also ich war Teil von einer größeren Gruppe, das führt jetzt zu weit, das auszuführen, und da musste sich jeder so vorstellen. Und da wurde ich auch genau das gefragt, was mich interessiert. Und das Einzige, was ich sagen konnte, mich interessiert vieles, aber nichts wirklich. Und da haben viele gelacht und so, aber es ist so. Nee, ich habe absolut kein besonderes Interesse. Ich bin sowieso nicht besonders besonders. Okay. Wenn du was siehst, wie zum Beispiel Ukraine oder ein Schulmassaker, taucht dann bei dir sowas wie Traurigkeit auf? Ja, das kann passieren. Genau. Also nicht generell. Es gibt keine vorprogrammierte Reaktion, aber das kann natürlich auch traurig machen. Klaro. Ja. Okay, also dieser Satz, erkenne dich selbst, Mensch, erkenne dich, ist nicht für dich vertretbar, oder? Ja, nee, natürlich nicht. Genau. Wobei der natürlich auch auf so viele Arten interpretiert werden kann. Ich meine, dieser Satz ist dann schon wieder so allgemein gehalten, der kann für ziemlich alles herhalten. Genau. Könnte man auch sagen, naja, so würde ich es aber auch nicht sagen. Wenn du erkennst, dass da niemand ist, dann aber erkennt keiner. Insofern, ja. Du sagst öfter, scheinbar passiert. Passiert in Wirklichkeit nicht. Genau. Ja, nichts passiert wirklich. Ja. Sitzen vor einem Bildschirm ist nichts, was real passiert. Genau. Das Einzige, was in der Illusion lebt, dass etwas passiert wäre, das Ich, dass sich das alles erfährt. Sich selbst, das Ich würde sagen, ich passiere. Und gleichzeitig haftet das alles dem Eindruck an, auch zu passieren. Es passiert wirklich. Was aber niemand weiß. Der Satz von dir, mich interessiert vieles, aber nichts wirklich, finde ich beruhigend. Bei mir ist das genauso. Ich dachte, das wäre ein Defizit. Ja, nee. Also, pff.
Nicht für mich. Okay, wenn da niemand ist, ist das nicht langweilig? Nö, bis jetzt nicht. Ist aber auch nicht extra interessant. Es hat einfach nichts zu tun mit diesem persönlichen Erleben. Das natürlich eigentlich immer braucht, dass etwas passiert. Das habe ich vorher gemeint, mit der Draufsicht, ist die natürliche Realität absolut langweilig. Ich meine, Befreiung ist, aus der Sicht der Person ist Befreiung der Tod, das Ende der eigenen Anwesenheit. Und das ist so ziemlich das Unattraktivste, was überhaupt möglich ist. Die natürliche Realität wird nicht gewollt. Die Person besteht daraus, sie die ganze Zeit wegzuschieben, indem sie einfach sagt, in Anführungszeichen, das ist nicht. Das kann es doch nicht sein. Genau, wenn niemand da ist, gibt es doch auch keine Wissenschaftler, die etwas wissen können. Oh, natürlich nicht. Nee, gibt keine Wissenschaftler. Nee. Glaubst du, man sagt deswegen kein Ding? Umgangssprachlich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man könnte auch sagen, die meisten Leute wissen nicht, was sie da sagen. Aber das war auch was, was ich ganz oft gesagt habe. Das ist doch kein Ding. Genau, ist keine Sache. Genau. Ist nicht wichtig. Okay, für mein Ich ziemlich deprimierend mit einem lauten, großen Smiley, aber auch sehr befreiend der Gedanke, dass es weder Suche, Weg oder Ziel gibt. Ja, wie du sagst, es ist beides. Für das Ich ist es eigentlich eine Katastrophe, weil es aus Suche besteht und mit der Illusion eines Weges oder eines Zieles sich durchhangelt. Die Person lebt davon, in Anführungszeichen, dass es das gibt. Ein Weg, ein Ziel, eine Trennung, eine Trennung, also Suche. Okay, das klingt so, als wäre das Wirkliche jenseits der scheinbaren Geschehnisse. Reine Stille, also nicht geschehen. Das ist aber nicht, was du meinst, oder? Genau, das ist die Sache. Für die Person ist die natürliche Realität jenseits dessen, was passiert. Und was hier gesagt wird, ist, dass Geschehen und Nicht-Geschehen absolut eins sind. Sitzen vor einem Bildschirm ist nicht geschehen, geschieht nicht, während es Sitzen vor einem Bildschirm ist. Aber genau, aus der persönlichen Perspektive ist Gott, Erfüllung immer jenseits des jetzigen Momentes. Es ist immer später, dahinter, die Wahrheit ist da drin. Das Eigentliche ist immer was anderes für die Person. Nicht genau das, was scheinbar passiert, aber genau das ist die Illusion. Dass das etwas ist und dass es ein Jenseits davon gibt und dass meine Erfüllung jenseits von dem liegt, was jetzt gerade ist. Aber wie gesagt, jetzt und jenseits, diesseits und jenseits gibt es nicht. Die Diesseits-Erfahrung ist die Illusion. Wenn es keine Diesseitserfahrung gibt, gibt es nichts mehr, was jenseits sein könnte. Genau, ich habe hier eins übersprungen. Also erzählst du einfach nur, weil du erzählst ohne Grund? Und gibt es für dich Zeit? Nee, es gibt keine Zeit. Und dass diese Talks geschehen, gibt keinen Grund. Keine Ahnung. Augenblick. Genau, es führt zu nichts. Wie alles andere, was scheinbar passiert, führen auch diese Gespräche zu nichts. Sie sind einfach sie selbst.
Nee, da wird's schwierig. Würdest du sagen, wenn da niemand ist und alles stimmig ist, geht es in die Richtung, wonach du gesucht hast, beziehungsweise wonach man sucht? Nicht wirklich. Das ist das Komische daran. Also auf der einen Seite ja, weil natürlich, wonach gesucht wird, ist einfach Stimmigkeit. Auf der anderen Seite überhaupt nicht, weil wonach man sucht, ist natürlich eine Erfahrung davon. Die Person sucht eigentlich gar nicht Stimmigkeit selber. Die Person sucht eine Erfahrung der Stimmigkeit, nämlich dass ich da sein kann und diese Stimmigkeit erfahre. Insofern hat es absolut nichts miteinander zu tun. Grüße von Herzen, lieber Andreas. Auch ganz liebe Grüße zurück. Danke. Okay, du hast vollkommen recht. Man kann es nicht verstehen und muss es nicht verstehen. Denn mir fehlen die Fragen. Ja, es gibt keine Frage. In der Bibel heißt es, am Anfang war das Wort oder so ähnlich. Alle Geschichten mit dem ersten Wort. Wäre ohne Worte keine Illusion? Nee, es gibt keine Illusion und es hat nichts mit Worten zu tun, mit Gedanken oder Worten oder so. Nee, die Illusion ist, dass es ein Ich gibt, was so viel heißt wie es gibt kein Ich. Okay, scheinbare Ich ist mehr wie Gedanke, aber im Grunde ist es trotzdem Gedanken, oder? Ja. Das ist ein bisschen, ich würde nicht sagen, dass das Ich ein Gedanke ist. Das heißt, auf der einen Seite, existent über sich selber. Aber mein Eindruck ist, es ist eher eine energetische Präsenz. So würde es sich selber beschreiben. Eben dieses, hier ist doch was. Es gibt was, was mich ausmacht. Eine Seele, eine Präsenz, ein Geist, ein Spirit. Okay, ich muss dir also auch nicht zuhören, weil es mir ja eh nichts bringt. Ah ja, genau, um Gottes Willen. Ja, ich würde niemand empfehlen, hier zuzuhören, natürlich. Nein, um Gottes Willen, nein. Niemand muss hier zuhören. Nee, nee, nee. Wenn nichts geschieht, ist auch alles unerhört. Ja, absolut, genau. Ja. Okay, man sagt ja, dass Erleuchtung verschiedene Geschmäcker hat. In Indien werden sie sogar in unterschiedliche Namen betitelt, welche Art von Erleuchtung man hat. Ja. Genau, weiß ich nur am Rand von. Genau, Gesundheit, danke. Ich werde sein, naja, das ist der Traum natürlich, da ist niemand. Niemand wird sein, nichts ist. Real etwas. Warst du schon einmal am Miami Beach? Nee, war ich noch nicht, aber meine Mutter war da und hat mir das T-Shirt mitgebracht. Aber schon eine Weile her. Genau, wenn alles wegfällt, Gedanken, Worte, Gefühle, Sprache, Sehen, Hören, Erleben, dann ist ja nur nicht etwas. Kann es so sein? Naja, Gedanken, Worte, Gefühle, Sprache, Sehen, Hören fallen nicht weg. Sie waren niemals real. Alles, was nee, anders. Das Einzigste, was diesen Dingen den Geschmack von Realität oder von Dinghaftigkeit gegeben hat, war das Ich. Deshalb fällt das auch nicht weg. Das wird nicht wegfallen. Da ist niemand, für den es passiert oder für die es passiert. Okay, vermisst deine Partnerin manchmal irgendetwas vom guten alten Andreas, der nicht mehr da ist? Ach, ja, das kann schon sein, ne? Die netten Erinnerungen an früher und so. Vielleicht. Wie kann ich meiner Schwiegermutter sagen, dass sie gar nicht existiert? Das ist leider unmöglich, denn du existierst ja selber nicht.
Das heißt, wie solltest du, der nicht existiert, jemand anders, die nicht existiert, sagen, dass sie nicht existieren? Nee, das ist unmöglich. Wie gehst du mit dieser Langeweile um? Vor dem PC sitzt. Also ich sitze nicht nur vor dem PC, muss ich dazu sagen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich überhaupt nicht langweilig, ne? Es gibt keine Langeweile. Okay. Höre jetzt nur noch zu und sage Danke und bis bald. Habe noch einen schönen Abend zusammen. Ihr habt noch einen schönen Abend zusammen. Ja, danke. Gleichfalls. Und ja, seine Mutter erklären wollen, dass da niemand ist. Klassisch. Ja. Gut. Ja. Okay, wie oft ist ein solcher Talk schon abseits der Videos und Live-Treffen entstanden? Also einfach so im Alltag. Allerhöchstens ein oder zweimal, würde ich sagen. Aber selbst dann mit jemand, der schon mal ein Video gesehen hatte und es ein zufälliges Treffen gab. Im Zug hatte ich das schon mal so. Aber dass es wirklich zu dieser Dynamik, zu dieser scheinbaren Dynamik geworden ist, das hatte ich eigentlich nicht. Es gab so ein paar Gespräche, die vielleicht daran gekratzt haben, aber das blieb dann eigentlich beim. Ja, also eigentlich nicht. Nee. Spielt Geld in deinem Leben noch eine Rolle? Naja, scheinbar. Also eine Rolle, so wie alles auf eine Art seine scheinbare Rolle hat. Also Wasser trinken oder auf Toilette gehen oder sowas. Es dient natürlich nicht dem Zweck meiner Erfüllung. So wie nichts, dem ist nämlich niemand da, der unerfüllt ist.
So gesehen spielt es keine Rolle mehr. Aber mein Leben und meine Umstände und dieser Körper sozusagen ist das, was scheinbar passiert, völlig ungetrennt. Und darin passiert auch Geld und sowas. Aber nicht, weil es muss. Es ist einfach das, was scheinbar passiert. Okay, was sagst du zu Andreas Nothing, der den Ansatz verfolgt, dass es doch möglich ist, sagen, denn es gibt niemand. Genauso wenig wie es mich gibt, gibt es natürlich Andreas Nothing. Und es gibt natürlich keine Möglichkeit, sich zu befreien in dem Sinn. Es gibt keine Befreiung. Es gibt keinen oder keine Gefangenen. Und Bewusstheit ist natürlich die Illusion letztendlich. Oder die Erfahrung, Bewusstheit zu sein oder bewusst zu sein. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was er sagt oder meint oder macht. Okay, Bekannte von mir, die auf der spirituellen Suche sind, reden oft von Lichtarbeiter, Plejaden, Engeln, Atlantis. Ich kann damit gar nichts anfangen. Sind das so Ich-Spielchen? Wahrscheinlich, ich meine, klar. Ja, klar. Ich meine, es gibt alles nichts. Nichts, natürlich. In dem Sinn kann man mit nichts irgendwas anfangen. Klar. Frage: Gibt es Beef unter den spirituellen Lehrern? Darüber, wer wirklich erleuchtet ist und wer nur so tut? Ich verstehe das nicht. Mit dem Beef weiß ich nicht. Also, genau, ich kenne keine. Es gibt keine spirituellen Lehrer. Und es gibt natürlich niemanden, der in dem Sinn wirklich erleuchtet ist. Aber es gibt einige, die denken, sie wären jemand, der oder die erleuchtet ist. Das gibt es natürlich. Okay, es hört ja auch niemand zu. Muss denn noch sein? Tschüssi, du Lieber, und nochmal ganz liebe Grüße, ja. Tschüss. Okay, ob man sich unter Lehrern streitet oder ab und zu mal gegen andere stichelt, weil er sie gar nicht wirklich erleuchtet ist und so weiter. Aber man selbst schon. Ja, ich muss ehrlich, ich weiß es gar nicht, denn ich bin nicht unter Lehrern. Insofern, ich habe wirklich keine Ahnung. Nee, ich habe. Okay, bleibt mir immer noch ein Rätsel. Ich gebe es auf mental. Ja, es gibt kein Rätsel, das ist die Sache. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, kennt sich einfach nicht. Es gibt kein reales Kennen von irgendwas. Die Frage selber ist aber Teil der Illusion. Aber klar. Okay, gibt es denn eine Realität? Nein.
Nee, nichts ist real. Die Person würde das natürlich gerne in eine neue Realität ummünzen. So wäre es aber nicht gemeint. Nichts ist real. Okay. Meine Frage ist, wenn das Ich nicht existiert, wer träumt denn das Ich? Naja, niemand träumt das Ich. Das ist die Sache. Da ist einfach kein Ich. Und es gibt in dem Sinn auch keinen realen Ich-Traum, was nicht logisch ist. Diese ganze Botschaft ist nicht logisch. Das wäre letztendlich auch die Frage nach noch was dahinter. Und da ist nichts dahinter. Auch hinter dieser Illusion, ich zu sein, steckt nichts. Sie ist einfach das, was scheinbar passiert. Und wie gesagt, nicht mal wirklich als etwas, sondern einfach, dass sich manche Leute als jemand wähnen. Dass manche Leute, manche Körper sagen, hier, ich bin ich, ist das, was scheinbar passiert. Nichts dahinter. Keine Ursache, keinen Verursacher. Kein verursachendes Prinzip. Okay, die Inder sprechen doch immer von Satchit Ananda, diese absolute Glückseligkeit. Empfindest du die? Mein Eindruck ist, dass Satchit Ananda immer noch auf eine Erfahrung hinweist. Man könnte natürlich sagen, Satchit Ananda ist die natürliche Realität. Alles ist dieses Satchitananda, dann gibt es aber nichts, was real eine Erfahrung davon hat. Und mein Eindruck ist aber, dass worauf das eigentlich abzielt, aber wie gesagt, da bin ich jetzt kein Schriftexperte, ist eigentlich diese Erfahrung, diese Gewahrseinserfahrung, die sich selber als wahr erlebt, die sich selber zumindest für ein paar Sekunden als glücklich oder blissful, als glückselig erlebt. Und Sat-Chit, jetzt weiß ich nicht, wer es Chit war, Wissen, glaube ich, oder so. Naja, ich bin nicht firm darin. Gibt es noch Wünsche oder Pläne? Nee, nein, nee. Es gibt im Prinzip nichts mehr. Es gibt nichts mehr, was ich noch erleben will oder muss, in der Hoffnung, dass es mir was bringt. Insofern gibt es absolut keine Wünsche oder Pläne. Im Sinn von, das muss ich noch erfahren, das möchte ich noch gesehen haben. Okay, Andreas Nothing meint, man solle einfach nur wahrnehmen ohne Bewertung. Und irgendwann befreit man sich aus der Ich-Illusion. Mir kommt es auch so vor, als funktioniert das. Smiley. Na dann, viel Spaß dabei. Es ist genau das, was versucht, einfach nur wahrzunehmen, um aus der Ich-Illusion zu entkommen, was überhaupt keine Realität hat. Aber, whatever. Ich meine, die ganze Idee von Funktionieren ist natürlich Teil des Traums. Aber gut. Ich meine, die Sache ist einfach, dass sich Wahrnehmung selbst nicht wegwahrnehmen kann. Das ist unmöglich. Entweder sie entpuppt sich als nicht existent, aber niemals wegen ihrer eigenen Aktivität. Auf Frage über Vierbeiner. Die meisten Hunde haben bekanntlich eine riesige, aber unbegründete Angst vor Tierärzten. Ja, ist die wirklich unbegründet?
deutet das nicht auf ein starkes Ich-Empfinden bzw. eine starke Denktätigkeit hin? Nee, eben nicht. Für mich hat ich nichts mit Gedanken zu tun, ob da Gedanken sind oder keine Gedanken sind. Gedanken sind weder das Ich noch stören sie irgendjemanden. Tiere denken natürlich, klaro, und Menschen denken auch. Es wäre nur die Illusion der Person, dass das Denken und Reaktionen, das Leben etwas damit zu tun hat, dass es ein Ich-Empfinden gibt. Das gibt es einfach nicht. Aber Denken passiert natürlich. Es gibt überhaupt kein Problem mit Denken. Andersrum gesagt könnte man sagen, es wäre einzig und allein das Ich, das Probleme mit dem Denken hat, weil es eh mit irgendwas Probleme hat. Und es hat das Gefühl, dass es vom Denken eingesperrt werden kann, weil es glaubt, was es denkt. So wie das ich das Gefühl haben kann, im Körper eingesperrt zu sein oder in einer Situation oder sowas. Funktionieren deutet nicht auf ein Ich-Empfinden hin. Atmen, rumlaufen, agieren, reagieren, scheinbar aufmerksam sein, hat nichts mit einem Ich zu tun. Es ist letztendlich nur das Ich, diese Ich-Illusion selbst, die glaubt, die Ursache für all diese Dinge zu sein. Und natürlich, wenn sie das bei Tieren sieht, die Annahme, dass da auch ein Ich sein muss. Nee, es ist überhaupt nicht so. Aber natürlich, Denken passiert. Es gibt kein Problem mit Denken. Und diese ganzen spirituellen Schulen, die das Denken loswerden wollen oder mit diesen Gedanken rumhantieren oder sowas, das ist alles Teil der Illusion und natürlich zum Scheitern verurteilt. So, jetzt war ganz kurz die Verbindung weg. Ich hoffe, es geht weiter. Und würdest du nicht sagen, dass das Ich-Erleben sowas wie ein Krampf ist, der irgendwann losgelassen wird? Naja, das wäre eben in der Geschichte. Das Loslassen des Krampfes ist eher die Überraschung, dass es überhaupt keinen Krampf gibt. Und das ist nicht logisch. Das kann ich nicht erklären. Ist es so ohne Sinn, alles, dass es schon bescheuert wirken kann? Nee, weil dass es bescheuert wirken kann, bräuchte es wieder jemand. Das ist auch die Überraschung. Nichts ist wirklich bescheuert und nichts braucht einen Sinn, um genau so zu sein, wie es ist. Genau, losgelassen von niemandem natürlich. Einfach als das, was scheinbar passiert. Genau. Okay, wenn nichts real ist, dann muss es doch auch das Reale geben, weil real ist ja auch ein Begriff aus der Dualität. Ja, ich verstehe deinen Gedankengang, natürlich, wäre aber ein Widerspruch zu dem Satz, in dem es heißt, nichts ist real. Hallo, nichts ist real. Und dann würde das Ich würde da noch draus machen, ja, das Nichts ist also real. Nee, nee, nichts ist real. Ja, aber dann muss es doch auch was re. Hallo, nichts ist real. Okay. Nee, muss es nicht. Es muss nicht was Reales geben. Nur weil die Worte fallen, das scheinbar fallen, dass nichts real ist. Aber verstehe den Gedankengang. Das wäre Logik. Beziehungsweise es ist eigentlich nicht mal Logik, es ist einfach aus dem Ich-Erleben raus so selbstverständlich, dass es etwas geben muss, weil es sich selber als etwas erfährt. Ich kann durch diese ganzen Nichtsein-Talks gar nicht mehr normal kommunizieren. Was würdest du dazu sagen? Ja, das kann passieren, dass ich das mit der Last, die Wahrheit sagen zu wollen. Wenn es dann diese Botschaft auch noch im Kopf hat, dann kommt es ins Schleudern. Es kann auch sein, dass sich nichts mehr wirklich stimmig anfühlt.
Das kann auch passieren. Aber wie gesagt, solange da jemand ist, tanzt dieses Ich um die Idee von Wahrheit herum. Und das wird schwierig. Hallo Andreas, mich interessiert, ob du noch meditierst. Ja, nee, mach ich nicht. Nee. War aber nie so der Riesenmeditierer. Also eine Zeit lang, klar, probiert. Und so ganz offiziell mit hinsetzen und so. Nee. Nee. Jetzt könnte ich natürlich so ganz erhaben sagen, dass natürlich alles Meditation ist und so gesehen mein ganzes Leben Meditation ist, so wie jeder Stein in Meditation ist und alles. Aber nee, ich meditiere nicht. Es ist gar niemand da, der das tun könnte. Aber ich setze mich manchmal hin und, oder dieser Körper setzt sich manchmal hin und ruht sich aus. Scheinbar. Alles scheinbar. Okay, jemand schreibt, vielen Dank für den Talk und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Auch nochmal vielen Dank. Okay, werden Menschen jetzt mehr als ein Tier, Säugetier wahrgenommen für dich? Nö, es ist ein Ich oder dieser Körper und andere Körper ist das, was scheinbar passiert. Es gibt kein reales Wahrnehmen davon. Okay, Frage. Diese Diskrepanz jedes Mal nach deinen Talks und dann wieder normale Satsang-Lehrer anschauen, ja. Ja. Eine scheinbare Diskrepanz. Genau, es gibt keine Lehrer. Es gibt nichts zu lernen. Es könnte die Illusion eines Lehrers geben, aber es gibt absolut nichts zu lehren oder zu lernen. Es wäre alles Teil einer Illusion, nämlich dass da jemand ist, der auch nur ein Fünkchen die Wahl hätte, was er oder sie tut. Oder der auch nur ansatzweise auf einem Weg wäre, in einem realen Prozess von der Illusion in die Wahrheit oder sowas. Das gibt's alles nicht. Okay. Vielen Dank für deine transformierenden Worte und vor allem für deine transformierende Ausstrahlung. Cool. Danke, für die Teilnahme. Okay.
Das ist es. Es gibt keine Botschaft, es gibt keine Lehre und nichts zu lernen. Da ist überhaupt niemand. Es ist, ich bin jetzt hier und ich bin unerleuchtet, unerfüllt, ist die Illusion. Da ist niemand. Es ist niemand auf dem Weg. Es hat niemand was verloren. Es wird niemand was finden, denn es war niemand getrennt. In diesem Sinn wünsche ich einen schönen Abend und eine gute Zeit. Vielen Dank für die Teilnahme. Tschüss. Schönen Abend noch. Wiedersehen.